und hier. Hey Leute, jetzt kommt der zweite Teil der härtesten erlaubten MMA-Techniken. Viel Spaß. Bam! Die nächste Technik ist eigentlich erst durch eine Regeländerung möglich geworden. Und zwar gab es in der UFC die Drei-Punkte-Regel, dass du nicht zum Kopf attackiert werden durftest mit Tritten oder mit Knien, wenn drei Körperstellen den Boden berührt haben. In dem Fall musste er einfach nur die Hand auf den Boden legen und damit war er schon safe. Er durfte nicht mehr zum Körper getroffen werden. Ich glaube sogar, das hier galt auch als Drei-Punkte-Regel. Das heißt, wenn du sowas, durftest du auch nicht mehr zum Kopf getreten werden oder ein Knie abbekommen. Das ist mittlerweile anders, weil viele das ausgenutzt haben und dann einfach den hier gemacht haben, um safe zu sein, hat die UFC gesagt, wir streichen die Regel. Und mittlerweile ist es halt so, dass du da doch zum Kopf gehen darfst. Und das ist halt eine schöne Situation, wenn wir zum Beispiel ihn in dieser Position haben, die relativ häufig vorkommt, müssen wir einfach nur hier den Arm kontrollieren und ihn einfach kurz hochreißen. Und selbst wenn er mit der Hand noch auf dem Boden bleibt, die Drei-Punkte-Regel zählt nicht mehr. Bam! Dürfen wir direkt zum Kopf gehen. Also hier, wir lehnen uns hier drauf, das ist gerade beim Ringen hat, dass er versucht vielleicht hochzukommen. Ich nehme nur einen Arm vom Boden weg. Bam! Denge. Erlaubt. Wir würden euch direkt noch einfach eine Trainingsvariante vorschlagen, weil viele Sachen, die weiß man zwar, aber benutzt sie nicht, weil man seinen Kopf dafür nicht konditioniert hat. Und deswegen würde ich das einfach so machen, dass ihr euch einfach so eine Pratze nehmt und dann immer wieder diesen Bewegungsablauf übt, dass ihr ihn quasi nur kurz anruckt und hier direkt zum Körper geht. Oder dann natürlich im Kampf dann zum Kopf. Wir rucken kurz an, bam, gehen hinterher. Bam. Ja, und dann seid ihr safe. Nächste Technik habe ich das erste Mal in dem Kampf Anderson Silva gegen Chael Sonnen gesehen. Und zwar im Rückkampf. Chael Sonnen hat irgendwie so eine Rückhand probiert, ist auch ein Gleichgewicht gekommen und war auf einmal mit dem Rücken am Zaun. Und das Beste war, er hatte halt die Hände noch relativ offen, was Anderson Silva gemacht hat. Und das hat mich in dem Augenblick ein bisschen geschockt. Der ist halt mit dem Knie reingesprungen. Aber das ist erlaubt. Ihr dürft zum Körper auf jemanden drauf treten, sag ich mal, wenn der sitzt oder wenn der liegt, solange es eben im Körper, hier im Oberkörper, Torso-Bereich ist, dürft ihr nicht den Kopf treffen. Und er ist wirklich so, deswegen, wir haben einen Versuch, der muss sitzen. Ja, der ist halt wirklich so mit so einem Knie reingeflogen und dann, ja, und das Ding hat ordentlich Wumms, vor allen Dingen, wenn man da mit dem ganzen Gewicht reinkommt. War safe. Sehr gut. Die nächste Technik ist eine Technik, die sehr, sehr häufig eigentlich vorkommt. Die meisten von euch, die zumindest im MMA ein bisschen bewandert sind, werden sie schon gesehen haben. Und zwar das Bereinigen der Garden, indem ich einfach sein Bein hier am Knöchel ziehe, um mir hier quasi einen Pfad zu schaffen, um mich dann quasi hier noch richtig nach vorne werfe und ihm da einfach noch einen Schlag hinterhergebe. Und den wirklich mit wie so ein Flying Superman Punch zum Boden. Hier. Ja, da kann ich unglaublich viel Power generieren und also wenn der sitzt, dann war es das auch. Die nächste Technik ist zum Bereinigen der Guard wieder gedacht und eine meiner Favoriten, und zwar der Eier Grind. Viele kennen das aus dem BJJ, dass man quasi sein Knie hier anwinkelt und einfach über den Oberschenkel drüber rutscht. Hier, zack, Hüfte nach vorne, um die Guard zu passieren und direkt in der Side Control zu landen. Wenn man aber ein bisschen schlechter zielt, gerade wenn man das Schienbein vielleicht so ein bisschen mehr mittig ansetzt, hier in dem Bereich, und dann mit dem Gewicht drüber geht, dann grindet man quasi über die Eier und dann hier. Ja, das gefällt ihm. Die letzte Technik ist eigentlich ein Klassiker, beschreibt eigentlich auch so mehrere Abläufe, und zwar das Slammen. Slam ist im Endeffekt ein Wurf, der beim MMA erlaubt ist, aber als Bonus fällt man noch mit drauf. Da kann man Judo-Würfe nehmen, da kann man den Double Leg Takedown nehmen, man kann auch, weiß ich nicht, irgendwie so einen Body Slam probieren. Wie gesagt, man muss halt jemanden vom Boden abheben, aber wirft ihn nicht einfach auf den Boden, sondern geht mit dem ganzen Gewicht drauf. Und wer das schon mal gespürt hat, wenn einem so der Brustkorb eingedrückt wird, das ist, also kann auch Kämpfe beenden. Klassische Beispiele dafür wären Matt Hughes gegen Frank Trigg. Oder jetzt vor kurzem
Cormier gegen Miocic, er hat ihn halt wirklich so aufgeliftet und ist dann mit ihm runtergegangen. Der Klassiker wäre halt wirklich für den Double Leg Takedown. Ich gehe hier unter ihn runter und habe ihn jetzt hier schön geliftet. Und weil ich ihn hier wirklich wie in so einer Balance-Position habe, ist er relativ leicht. Und wenn ich dann hier quasi wie so ein Rückwärtssalto-Seitfallzieher mache und dann mit ihm in der Bodenlage aufkomme und noch mit der Schulter dann schön hier in den Bereich reindrücke, ist das Ding einfach vorbei. Hier, hup, das mache ich aber jetzt nicht, weil Julian netter ist. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann hier den Kanal abonnieren und hier unten teilen und liken.